Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic How-To. In diesem How-To möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine simple Mehrsprachigkeit realisieren könnt. Und ja, das Ganze sieht zum Beispiel so aus. Standardmäßig habe ich die Anwendung jetzt auf Englisch gestellt. Durch einen simplen Klick kann ich es auf Deutsch stellen. Ich wundere, dass es gerade beim ersten Mal nicht ging. Da hatte die IDE noch ihre Hand drüber. Jetzt ist das Programm nicht mehr im Debug. Jetzt die ganze Geschichte auf Deutsch. Auf Englisch wieder und auf Französisch geht natürlich auch. Auch für die zweite Form geht das natürlich. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wir gehen zuerst hin in die Projekteigenschaften und fügen unter Einstellungen eine neue Einstellung hinzu, und zwar Sprache oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Da geben wir standardmäßig den Wert DE. Habe ich jetzt zum Beispiel so gemacht. Danach brauchen wir das Modul, was dafür zuständig ist, die Sprache umzuschalten. Und zwar heißt das Modul Mod-Mehrsprachigkeit, so habe ich es genannt. Um ein Modul hinzuzufügen, geht ihr auf Projekt Modul hinzufügen. Natürlich empfiehlt sich hier eher, den Beispielcode runterzuladen. Einmal habe ich die Sub-Lade-Systemsprache gemacht und einmal noch Lade-ausgewählte Sprache, um euch zwei verschiedene Sachen zu demonstrieren, wie man es nutzen könnte. Und die ganze Geschichte muss natürlich in der Form aufgerufen werden, die als allererstes geladen wird, und zwar in deren SubNew. Da kommen wir hin, indem wir einfach nur im normalen Class 1, also Class Form 1 Code sind. Wenn wir da SubNew eingeben, generiert er uns automatisch diesen ganzen Code hier. Und da ist es wichtig, die ganze Geschichte vor dem Initialize Component zu schreiben, denn hier werden letztendlich diese ganzen Control-bezogenen Sachen geladen, sprich auch die Sprache. Und nun kommen wir dann zum endlichen Designen selber. Das ist jetzt die Standardvariante. Die Language steht standardmäßig immer auf Standard. Bevor wir irgendwas machen können, müssen wir Localizable als True einstellen. Und letztendlich können wir jetzt loslegen, die zu designen. Standardmäßig designe ich die Programme natürlich immer Englisch, damit es möglichst viele User erreicht und ja, die auch damit was anfangen können. Englisch, Weltsprache etc. Wir gehen dann bei Language auf eine andere Sprache, die wir zum Beispiel designen wollen. Englisch war jetzt der Standard, deswegen gehe ich jetzt auf Deutsch. Hier kann man auch noch Sub-Kategorien sozusagen benutzen. Das wären dann andere Ländercodes. Ich nehme jetzt das standardmäßige normale Deutsch. Wenn ich das jetzt ausgewählt habe, steht hier oben auch Deutsch. In diesem Modus ist es nicht möglich, Komponenten hinzuzufügen. Das heißt, wir können jetzt keine Controls hinzufügen, aber wir können dem User anbieten, die Controls anders angeordnet zu zeigen. Sprich, ich zeige das nochmal schnell. Ich habe bei dem deutschen Formular das Label links, beim englischen, nicht wundern, wegen der IDE in der Mitte, und bei französisch rechts außen. So können wir halt noch andere Designs anbieten. Nur Controls hinzufügen geht nicht. Letztendlich können wir dann hier in diesem deutschen Fenster anfangen zu designen. Das habe ich natürlich schon getan. Andernfalls kann ich es natürlich auch im französischen Fenster, indem ich ganz einfach Französisch öffne. Schon wechselt der mir das hier automatisch um. Wenn ihr euch nun fragt, wie ihr die Ländercodes rausfindet, wenn ihr einmal auf so ein Formular gewechselt seid, sei es Französisch, wie auch immer, dann generiert automatisch die IDE im Debug-Ordner diese ganzen Ordner. Daher wisst ihr auch nachher, wie die Ländercodes dafür sind, und funktionieren tut das dann während der Laufzeit so, dass ich beim jeweiligen Button sage, dass die Sprache umgestellt wird in den My Settings, unsere Sprachvariable, dann wird die Anwendung gerestartet, somit übernimmt er das Ganze, und beim nächsten Start, wo habe ich es, lädt er dementsprechend die ausgewählte Sprache. Natürlich kann ich jetzt auch anbieten, dass er direkt die Systemsprache laden soll. Deswegen kann ich das dann jetzt auch nicht mehr umstellen, denn ich habe es ja eingestellt, dass der bei jedem Start automatisch die Systemsprache laden soll, falls vorhanden. Wenn nicht, springt er wieder in diese Standardsprache rein. Das heißt, wenn ich jetzt, das mache ich jetzt mal mit Absicht, ich gebe jetzt mal Arabisch ein, glaube ich, ist das, findet er natürlich nicht, und somit springt er in unser englisches Standardformular. Ja gut, ich hoffe, ihr habt das alles soweit verstanden und kommt damit soweit klar. Und falls ihr natürlich noch Probleme habt, könnt ihr euch bei mir melden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Tutorial. Bis dann, ciao, ciao. Hey ho, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar hinterlässt. Und schalt auch im nächsten Video wieder ein. Klicke dafür hier.